Liebe Freunde der Auto Illustrator, heute haben wir was ganz Spezielles für euch. Ein Auto, das ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Ein Genesis GV70. Und das Auto hier ist nicht nur eine Bentley-Kopie, es ist ein Original. Und zwar ist es eine Marke, die wir so noch nicht kannten. Luxus kombiniert mit cleverem Verkauf und preiseffizient. Das Auto hier startet ab 50.000 Schweizer Franken und ist in der Luxusausführung, wie es die hier ist, etwa 80.000 Franken wert. Das muss man sich mal überlegen. Also, was wir jetzt machen ist, wir sprechen zuerst über das Auto generell, von außen, das Design etc. Und dann schauen wir uns Interieur, wie es fährt und vor allem am Schluss, welche Marke eigentlich dahinter steckt. Der Genesis ist eine Tochterfirma von einer Automarke, die ich euch nicht verraten werde bis zum Schluss des Videos, weil ich finde, das Auto verdient es, als Eigenmarke angesehen zu werden. Und ihr werdet im Verlauf des Videos verstehen, wieso. Es ist wirklich ein tolles Auto und für clevere Leute. Nicht unbedingt für Reiche, aber für clevere. Und jetzt schauen wir uns das Ding mal richtig an. Also, wir schauen uns jetzt mal das Design an. Was mir ganz gut gefällt, ist dieses Mattgrün. Das muss man erwähnen. Das Auto ist wunderbar. Diese Felge, das so einen leichten, gräulichen, aber doch noch ein bisschen einen bronzgelben Stich hat, passen einfach perfekt zu diesem Grün. Dann diese Linienführung. Man sieht, sie haben sich Gedanken gemacht. Sie wollten es wirklich luxuriös machen und es ist ihnen gelungen. Die Linie kommt von ganz vorne, von der Motorhaube und trifft sich hinten, scheidet bis nach ganz hinten zum Auto, kann man eine Linie verfolgen. Und ich finde, das ist ein wunderbares Element. Auch vorne von der Motorhaube, diese aggressive Linie, kommt zurück bis zum Kofferraum und kommt hier in diesem Part ganz schön gut zur Geltung und verschwindet. Was mir sehr gut gefällt, ist der hintere Bereich von diesem Auto. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist mein Favorit. Wieso? Ich finde, es ist sehr einfach gehalten, clean. Diese große grüne Fläche hier, kurze Bezeichnungen, dass ein Allrad ist und ein Diesel, wunderbare Dachlinienführung, dieser tiefe Einschnitt hier. Es ist einfach alles ziemlich mächtig und schön designt und das gefällt mir sehr gut. Dieser Part hier, da muss ich sagen, das verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich kann nachvollziehen, dass wenn diese Fläche hier kein Fenster hätte, man hätte keinen Durchblick nach hinten und deshalb kann ich das hier nachvollziehen. Sie haben das auch ganz schön gelöst mit dieser Chromleiste hier oder diese vergoldete Chromleiste irgendwie in diesem Bronze-Gold und ein kleines Fenster. Das passt alles ganz gut. Ansonsten finde ich das Auto fantastisch. Und jetzt schauen wir uns das Auto von innen an, weil da wird es erst spannend. Let's go. Okay, Freunde, also wir schauen uns das Innenleben vom Genesis GV70 an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird euch umhauen. Zuallererst sprechen wir mal das ganz Klare an, was wir alle erkennen. Okay, diese Lederkombination ist vage, aber ich finde sie interessant und passt sehr gut zum Auto. Mattgrün außen, rot mit der schwarzen Kombination hier, diese Mittelkonsole, dieser mittlere Part, auch aus Leder. Leder hier sogar. Dieser kleine Part hier auf diesem Metallstück ist aus Leder und hier machst du eigentlich nichts anderes als dein Handy laden per Wireless. Alles, was wir hier sehen, ist Touchscreen, aber sie haben einen schönen Mix aus Touchscreen und effektiven Knöpfen gebaut. Vorne eingebaut ist noch ein Head-Up-Display, das mir alle Informationen zeigt, wie schnell ich fahre, wie viel Abstand, wo ich abbiegen muss sogar in der Navigation, also wunderbar. Und hier dieser weite Screen. Da gibt es jetzt nur ein Problem. Wenn ich den Screen bedienen will, der ist Touchscreen, muss ich mich nach vorne lehnen und ich muss hier wirklich links, rechts. Wenn du den Ruhemodus aktivierst, schaltet er die hinteren Speaker aus und nur die vorderen funktionieren, damit die Kinder nicht aufwecken. Ich meine, das ist spannend. Das macht Spaß, wenn es wirklich mal wirklich bis ans Ende durchgedacht ist. Mir kommt es vor, wie wenn die nichts zu verlieren hätten und haben einfach gesagt, komm, scheiß drauf. Wir machen alles Mögliche. Wir bauen alles in die Kiste rein, alles was geht. Hat wunderbar geklappt, weil mich haben sie überzeugt. So, liebe Freunde, wir sind hier gerade im Genesis GV70 auf einer Bergstraße in Como. Und ich schalte mal hier einige Driving Modes durch, weil es ist etwas eine kurvige Straße und ich möchte ein bisschen schneller fahren. Das Auto hier gehört dem Chef. Ich weiß nicht, ob der meine Videos gesehen hat, aber eigentlich hier müsste ihm bewusst sein, dass ich hier nicht easy mit dem Auto umgehen werde. Wir haben hier einen 2.2 Liter Diesel Turbo mit 210 PS, 421 Newtonmetern
Und das Auto sollte von 0 auf 100 in 7,9 Sekunden gehen und Maximum Speed liegt bei etwa 215 km pro Stunde. Das möchte ich natürlich rausfinden. Die Shots seht ihr nachher. Aber jetzt fahren wir mal etwas schneller. Das Auto startet bei irgendwo 1820 Kilo und mit einer guten Ausstattung bist du dann bei irgendwo 2,2 Tonnen knapp. Und heute, wir haben eine der besten Ausstattungen hier, die Sportausstattung, und wir sind bei ca. 2,1, 2,2 Tonnen. Jetzt, eigentlich sollte man ein Mid-Luxury SUV, also wirklich eine Luxusmarke, nicht für solch einen Gebrauch nutzen, also auf Kurvenstraßen etc., weil so verkauft sich dieses Auto. Aber wir machen eine Ausnahme, weil jedes Auto muss auch im echten Leben mal ein bisschen schneller bewegt werden. Also, twisty turns, schauen wir mal. Und raus, Vollgas. Also natürlich SUV, man merkt das Gewicht. Aber ich finde, trotzdem kann man hier eine sportliche Linie fahren. Das Auto vergleicht sich eigentlich mit einem X4 und einem GLC Q5. Aber ich würde nicht mal behaupten, dass wir das Auto mit denen vergleichen sollten, weil der Preisunterschied ist hier immens. Es bewegt sich eigentlich wirklich nicht schlecht um die Kurve. Für das, dass es so schwer ist, also hier natürlich ein bisschen untersteuern, aber ansonsten sehr stabile Fahrt. Wir sind heute sicherlich 400 Kilometer gefahren und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern. Das heißt mit Städtefahrt, mit Autobahn etc. Jetzt die letzten 50 Kilometer haben wir den Test gemacht, Top-Speed-Test und so weiter auf der Autobahn und das Auto geht nicht über 9 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Das heißt, also da bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Ganz ehrlich, für über 2 Tonnen, das ist fantastisch. Kurzes Fazit zum Top-Speed-Check. 0 auf 100, ich behaupte mal, wir haben das in 7,9 Sekunden geschafft. 215 überboten, wir waren kurz bei 220. Ich denke, wir hätten 225 geschafft, musste aber dann auf die Bremse. Dieses Auto wirklich jemandem gibt, der sagt, hey, ich lege Wert auf Luxus, ich lege Wert auf ein Auto, was mich von A nach B mit Massagesitzen und allem befördert, aber ich möchte auch meine Familie kutschieren. Und das gibt ja genau das. Das Auto ist gemacht für clevere Leute und nicht für reiche Leute. Ne? Weil wenn du genügend Kohle hast, kaufst du dir logischerweise einen Bentayga. Aber das hier ist ein super Familienauto. Wenn ich das vergleiche zu einem X3, GLC etc., möchte ich gar nicht. Möchte ich nicht, weil dieses Auto ist für mich in seiner eigenen Klasse. Zwar ist die Größe ähnlich, aber das Verhalten, das Feeling, die Stabilität vom Fahren, sicher vergleichbar mit BMW, Mercedes etc., aber das Feeling hier ist ganz anders. Das Leder, die Ausstattung, alles was man erhält, dieses Display, dieses 3D-Display, das ist neu, das ist ein wirklich ein frischer Wind und das mag ich sehr. Und mit dem Fazit beenden wir das Video. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Subscribed, also abonniert bitte. Klickt auf die Glocke und wenn es geht, folgt uns auf Instagram, auf TikTok. Wir haben überall Kanäle offen, wäre ich sehr froh drüber. Unterstützt uns und ich bedanke mich herzlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und zurück zur Frage, welche Firma dieses Auto gebaut hat. Das hier ist ein Hyundai.